Servus Leute, herzlich willkommen. Neues Video am Kanal. Hinter mir pfeift es ziemlich cool ab. Ich bin mit der Theresa, die ist da hinter mir, vielleicht seht ihr es, in den Nockberge unterwegs. In Kärnten, wir machen den Murmelklettersteig auf dem Falkertaufe. Richtig geniale Tour bei ein bisschen winterliche Verhältnisse. Kommt mit, ganz viel Spaß. Wenn euch das Video gefällt, unbedingt Daumen nach oben da lassen. Abonniert auch den Kanal, wenn ihr das nächste Video nicht verpassen wollt. Kommt nämlich gleich wieder was. In dem Sinn, starten wir los. Jo, also wir starten da jetzt dann direkt am Falkertsee. Bei der Heidealm sind wir weg, die ist hinter uns. Und jetzt geht es einmal da auf ihre. Aha, da ist jetzt schon angeschrieben. Also da ist jetzt die Abzweigung. Ich muss sagen, es ist echt ein Traum da in den Nockberg. Da hinten ist glaube ich die Falkertscharte. Und da geht es jetzt dazu. Kein Stopp da, weil von oben stehen ist gefährlich. Kein Halt. So, oder? Weiß ich, warum du da raufgehst? Das ist ein Pulver. Ich bis zur Nase. Sehr gut. Also das macht Sinn, dass du im Zustieg schon einen Helm aufhast. Yes, Einstieg, Murmelsteig, let's go. Voll der anfängerfreundliche Klettersteig. Ich glaube, der hat nur einen PC-Stuhl drinnen. Rest alles viel einfacher. A, B oder so. Das Einzige, dafür ist es einfach rutschig. Da muss man aufpassen. Richtig gut steigen, gell? Ja. Sehr schön. Kurzer Spaziergang. Bevor es wieder in den Fels reingeht. Ein bisschen feucht ist es heute. Sind schon lieb große Schritte, gell? Ja. Aber ist okay. Naja. Ja.
Juhu! Da vorne sieht man jetzt die Falkertschatte. Dieses Panorama. Gewaltig. Zicke, zacke, zicke, zacke. Jetzt sind wir doch eher im Ausstiegsbereich. Herum ein bisschen Schnee. Aber das macht das Ganze ganz nett. Richtig angenehme Schwierigkeit zum Kraxeln, ganz einfach, aber ausgesetzt.
der alte, aber Spreitschritt habe ich schon gelernt, ist das. Ja. So, wieder ausgesetzt, weiter. Aber richtig cool. Anscheinend wird es voll wild. Muss ich echt sagen. Weit ist nicht mehr da vorne. Das ist der Gipfel. Lasst mal einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefällt bis jetzt. Der Murmeltier ist der Pulversteig. Murmeltier Pulver. Yes, Ausstieg. Da vorne oben ist der Gipfel. Nehmen wir weit. Windiges Bergheil vom Falkert. Schönes Gipfelkreuz. Falls ihr mir hört, von da hinten kommt der Wind direkt aus den Tauern. Schöner Rundumblick. Ja, es macht schon Spaß da, schön ist. Wir werden da jetzt so führe den Sattel und nachher da oben zum Auto wieder gehen. Und morgen gehen wir da vorne wo rauf. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, jetzt Kanal abonnieren und die graue Glocke aktivieren. Dann kriegt ihr eine Erinnerung, wenn das Video online geht. Gell? Das ist wohl auch nicht der verpasst, das Video. Ich bin der Kantner, würde ich sagen. Jawohl, wohl. Jawohl. Ja, da oben sind wir jetzt her, da her, mittlerweile aus dem Schnee heraus und da vorne ist der Parkplatz. Abstieg geht wirklich zackig, da bist du schnell wieder herunten. Richtig coole Tour am Nachmittag. Wir sind jetzt wieder herunten. Kurzes Resümee zur Tour: Murmelsteig auf dem Falkert auf ungefähr 500 Höhenmeter sind es. Bergauf und bergab vom Falkertsee, von der Heidealben weg. Also mir hat es richtig taugt. Wie hast du einen Klettersteig gefunden, der Reiser? Super, ein Murmel, Klettersteig, super. Richtig fisch. Ja. Klasse. Ich habe mir noch aber leichter vorgestellt, weil es ist nur ein einziges Mal, glaube ich, BC drinnen. Sonst alles A, B. Und ich meine, es ist viel klasse gewesen. Aber ich habe mir leichter vorgestellt. Ja. Ja, es ist auch nicht so der typische Fels, den man normalerweise gewohnt ist vom Klettersteig gehen. Ist ein bisschen rutschig da alles und alles ein bisschen alpin, aber das es ist echt voll gut. Das sind ja nicht Leute Stifte reingebaut, ja, wenn du einfach herumgehst, sondern du musst schon selber probieren. Genau. Gut. Ja, guter Klettersteig, unser Tag. Wir geben einem einen Daumen nach oben. Und wenn ihr einem auch einen Daumen nach oben gebt, das kann man da auf YouTube da unter dem Video machen. Macht das. Und abonniert den Kanal, wenn ihr nichts mehr verpassen, wenn ihr die Kommentare, Fragen unten rein ins Kommentarfeld. In dem Sinn, bleibt's geil, bis zum nächsten Mal. Bussi, pfiat euch.